England. Dieser kleine Sondermüllhaufen in der Nordsee. Die Wehrmacht hätte den Stöpsel rausgezogen und diese degenerierte Inzucht-Badewanne in der Nordsee versenkt, wären ihnen nicht die superdebilen Amerikaner zu Hilfe geeilt. Die ehemaligen Kolonialdiener haben den ehemaligen Kolonialherren den Arsch gerettet. Wir sprechen hier nicht von Irland. Irland ist Dufte. In Dublin haben sie für die Luftwaffe Leuchtpfeile auf die Dächer gemalt, die den Weg nach Liverpool zeigten. Das stimmt übrigens, ich habe mich erkundigt. Frankreich. Diese größenwahnsinnigen Zwiebelsuppenkasper, die aus dem Mund nach Geschlechtsverkehr riechen oder nach Austern. Schwer zu unterscheiden. Lecker. Austern. Italien. Die fühlen sich nudelwohl, als möchte gern Faschisten. Aber nicht mal dazu taugen sie. Sobald es frostig wird, messen die Temperatur in Stalingrad. Schweden. Diese politisch bis zum Brechreiz korrekten Überarier. Mit der besten Kindererziehung der Welt. Klar. Wenigstens am Anfang des Lebens darf sie ja mal nett sein. Später hängen sie sich alle auf. Diese Leberzirrhotiker der Melancholie vor lauter Dunkelheit und Schnee. Polen. Diese unablässig quengelnde Quetschkommode zwischen Deutschland und Russland. Indien. Einerseits schießen die jetzt auch schon Raketen ins Weltall. Was wollen die eigentlich da oben? Gewürzangriff auf den Globus mit Currypulver oder was? Andererseits wischen die sich immer noch mit der nackten linken Hand den Hintern ab. Sollte ein Außerirdischer einen indischen Astronauten begrüßen und der ist zufällig Linkshänder, steht ihm eine unangenehme Überraschung bevor. Türkei. Na klar gehören die nach Europa. Aber unbedingt. Wenn man in Deutschland Völkermord leugnet, kann man ins Gefängnis kommen. Wenn man in der Türkei Völkermord leugnet, kann man Ministerpräsident werden. Das wäre doch eine echte Bereicherung Europas. Außerdem fordern die dann bestimmt Schleierpflicht für Politikerinnen. Und den meisten stünde das auch gut zu Gesicht. Israel. Die Schlesier und Ostpreußen des Nahen Ostens. Nur, dass die sich ihre Ostgebiete zurückgeholt haben. Kuba. Die aschgraue Zigarre der Karibik. Deutschland. Da stellen sie an den Autobahnstraßenrändern Plakate auf wie Sachsen-Anhalt, willkommen im Land der Frühaufsteher. Und direkt dahinter Uwe und Petra zu schnell in die Kurve gegangen. Mit schwarzem Trauerrand und zwei Totenkreuzen. Sodass man denkt, hier beginnt das Bundesland der Leichen. China. Gott, also Mao, hat alle Reiskörner gezählt. Aber seine Menschen sind ihm egal. Russland. Weiß ich zu wenig drüber. Amerika. Weiß ich zu viel drüber. Also, es lebe Österreich.